Joho, Minecraft-Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Mein Game, mein Vlog, mein Schissel, Venissel auf der Hissel, Puppissel. Keine Ahnung. Aber wir benutzen jetzt, wie gestern im Video ja eine Umfrage ein bisschen so erörtert, die Logitech-Webcam. Soll heißen, die kommt wesentlich besser klar damit, dass es tagsüber halt einfach hell hinter mir ist. Weil es ist einfach, ich will ja auch, dass es hell ist in meinem Zimmer. Ich möchte nicht nur zum Aufnehmen alles verdunkeln, dann werde ich ja wieder total müde. Und dementsprechend, ja, ich finde die Farbe wesentlich besser, nur weil ja auch meine Webcam jetzt anders steht und ihr gesagt habt, dass ihr die Perspektive mögt, so wie sie ist, habe ich die Webcam ein bisschen verschoben, dass ich halt ins Spiel gucke. Finde ich persönlich eigentlich ganz nett. Hallo Hühnchen. Ich finde, da unten stört es auch nicht so sehr. Man sieht ja noch, welches Item ich in der Hand habe. Schon wieder ein Hühnerbaby rausgekommen. Wir vermehren die aber halt einfach auch. Ich frage mich jetzt, ob wir hier vielleicht noch so ein bisschen Hühner zusammenpulling betreiben können. Kommt ihr? Was macht ihr denn alle da oben? Also, das ist wirklich The Elder Scrolls Chicken 5 oder sowas hier. Das ist ja übel. Hi, ihr alle, na? Ich habe das Gefühl, sind echt viele Hühnchen getürmt. Jetzt alle mal hier rein. Ihr seid alle in den Hühnersee. Jetzt muss ich mir unsichtbare Blöcke oder sowas drumherum machen. Dann will ich auch bleiben. Zum Beispiel hier diese Hühnerfamilie. Guck mal, Mama hat Seeds. Guck mal, da drüben ist noch mehr. Hallo, ihr, da kommt mal hier. So, dann können wir die nämlich auch noch darunter locken. Um die kümmere ich mich gleich. Wir müssen gefühlt jedes Mal die Hühner umsiedeln. Schlimm, schlimm. Ja, später ist das ja mit dem Hell bei mir im Hintergrund sowieso nicht mehr gegeben, weil wir ja den Greenscreen benutzen werden. Und da fehlen nur noch Haken in der Decke. Da bin ich am Montag, fahre ich zu Obi, beziehungsweise meine Mama fährt mich zu Obi und dann gucken wir, dass wir da die Haken in meine Decke kriegen und halt die Schlaufen angenäht kriegen. BZW Haken, Ösen oder sowas in den Greenscreen. Also, das ist so ein auffaltbarer Greenscreen, so ein klassischer, riesengroßer, auffaltbarer Greenscreen und auf der Rückseite ein Bluescreen. Ja, der kriegt ab und zu einen Error, läuft mit Windows, ist halt so. Und den kann man so ein bisschen blöd zusammenfalten. Der passt aber halt so leicht zusammengefaltet hinter meinen Schrank und ist dann halt aus dem Augen, aus dem Sinn. Und dann brauche ich da einfach nur eine kleine Lasche öffnen und dann ist der Greenscreen voll auf und dann kann ich ihn einfach hinter mich hängen und aufnehmen und dann wieder zusammenpacken. Es sollte ja was Praktisches sein, es sollte nicht im Weg stehen oder sowas. Apropos praktisch und nicht im Weg stehen, ich hatte mir etwas überlegt. Viele von euch haben geschrieben, sie vermissen doch so den ein oder anderen Baum. Und ich hatte mir überlegt, dass wir uns vielleicht einen Baum bauen, und zwar einen Günther. Ich hatte mir überlegt, wir bauen uns einen Günther. Und da ich vielleicht nie auf der Burg wohnen werde, weil das eine ewige Baustelle wird, noch eine Weile dauern wird, dachte ich, dass ich mir hier ein Farmhaus hinbaue, in dem wir hauptsächlich wohnen werden und uns hier einen großen, großen Baum, den wir alle schon kennen, hinstellen werden, und zwar den Günther. Denn ich vermisse den Günther auch sehr. Ja, und da müssen wir jetzt mal gucken. Ich weiß nicht, wie ich den Stamm gestalten möchte. Nicht unbedingt so viereckig, hatte ich mir gedacht. Könnte ja schon ein bisschen was Größeres sein. Müssen wir mal schauen hier. So vielleicht. Also, der wird dann wieder schmaler, aber dass es erstmal so anfängt. Müssen wir mal gucken mit den Wurzeln in dem Boden, ob man da nicht irgendwie was gebacken bekommt. Sonst müssen wir hier einfach einen riesigen Setzling hinbauen. Einfach einen riesigen Setzling. Bauen hier einfach einen riesengroßen Setzling hin und hoffen, Günther wächst. Das ist dann halt vorerst noch Baby Günther. Aber dann können wir mal gucken, ob das so klappt. Ja, hier sollte Weg hin. Und Günther mit Feldern drumherum kann ich mir auch ganz gut vorstellen. So ein bisschen unregelmäßig. Die können ja nicht ganz perfekt um ihn drumherum liegen, die Felder. Wir hatten ja festgestellt, dass das so mit den Feldern ein bisschen problematisch wird, weil Schatten und das mögen die nicht. Und dann passieren Dinge und das muss ja dann auch nicht sein. Kann ja den hier noch so ein bisschen Weizen anpflanzen. Ansonsten würde ich auch Karotten da bevorzugen, weil die immer sehr schön aussehen, wenn die angepflanzt sind. Aha, hat das Huhn etwa gleich Witterung aufgenommen? Ich glaube, es geht dir gut. Und ich hatte auch eure Kommentare rausgesucht, beziehungsweise hat ja gesagt, hey, schreib mir mal so ein paar Themen, über die wir reden können. Und da habe ich mal einen rausgesucht von Solution FX. Das ist jetzt kein Thema, sondern eine Frage, die ich beantworten wollte. Und zwar, was ist das eigentlich für ein toller Shader? Ein tolles Video between. Mir gefällt wie immer mal, wer die Musikwahl passt irgendwie komplett gut zu Minecraft. Ja, die Musik war im letzten Part zu laut. Ich glaube, jetzt ist sie zu leise. Soundbalancing
kriege ich irgendwie noch nicht so gut hin. Normalerweise habe ich ein Händchen dafür, dass das klappt, aber irgendwie bei Minecraft, also manche Tracks sind auch lauter als andere und dann, ich hoffe, es ist jetzt, wahrscheinlich ist jetzt der Sound im Hintergrund einfach viel zu leise, sonst macht euch selber Musik an, wenn euch die zu leise ist. Der Shader, das ist der CUDA-Shader, ich glaube Ultra Options, Video Settings, Shaders, ja CUDA Shaders Beta Ultra, ich bin jetzt immer noch eine Version, glaube ich, die veraltet ist, ich bin mir nicht ganz sicher. Aber wir brauchen Gravel. Wir brauchen sehr viel Gravel und ich weiß gar nicht, ob wir noch Gravel haben, weil ich würde ja gerne diese Wege hier verlegen. Auch hier so lang. Ja, das kann da ruhig mal lang schwabbeln. Wir brauchen ganz viel Gravel und ich weiß nicht, ob ich so viel Gravel überhaupt habe. Sieht halt auch schön aus, wenn jetzt nicht alles komplett bewachsen ist an den Wegen, sondern drumherum halt auch ein bisschen Gras ist und man vielleicht den einen oder anderen Busch noch unterbringen kann. Oh, unser Kräutergarten sieht einfach schön aus. Ich muss auch noch ein paar Lampen anbringen. Sonst muss ich mal gucken. Gravel. Es gibt ja manchmal Gravelgebirge. Wir könnten einfach auch mal losziehen, was anderes machen und ein paar Gravelgebirge raussuchen. Das sollte ja möglich sein. Wir haben hier kaum noch welchen. Wenn wir jetzt da drüben nicht noch welchen haben in der Wohnung, in der anderen Behausung, dann kann ich dazu jetzt auch nicht viel sagen. Da gehen wir jetzt mal hoch, ehe es ganz dunkel wird. Können wir uns dann da oben in unser Bett legen. Unser Freiluftbett, ein bisschen mit der Freiluft schlafen. Und dann habe ich vielleicht noch das ein oder andere Thema für uns. Ich habe mir da alles Mögliche rausgesucht. Von positiven Themen über kontroversen Themen bis hin zu Themen, die man ganz schnell abhandeln kann. Und werde einfach immer mal wieder Kommentare halt einblenden und abhandeln. Da nicht. Gravel. Okay, wir müssen wirklich Gravel farmen gehen. Ist mir auch noch nie passiert, dass ich Gravel farmen gehen muss. Das bedeutet, wir werden jetzt mal das Inventar so zurecht machen, dass wir nach draußen gehen können, in die große, weite Welt und schauen, ob wir vielleicht so Gravelberge finden. Bis jetzt hatte ich eigentlich immer das Glück, Gravelberge zu finden. Wieso ist meine Renderdistanz eigentlich nicht so geil? Die ist voll nicht geil, Mann. Das geht gar nicht. Das ist doch so auf H+. Wahrscheinlich fängt es gleich an zu laggen. Was passiert, wenn ich F3 drücke? Wir haben aber konstante 60 FPS. Boah, das ist doch alles gut. Lege ich mich jetzt hier mal rein. Was haben wir hier noch? Ach, von Muffinhead. Wie wäre es mit, findest du, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen? Sollten? Wenn ja, warum? Ich muss übrigens mal da hinten hingucken, auf den anderen Bildschirm, um mir das anzuschauen. Vielen Dank erstmal für diese Frage, BZW, für diesen Themenvorschlag. Ja, das ist eigentlich recht schnell beantwortet. Also meine persönliche Meinung ist, dass es sowieso keinen Unterschied gibt zwischen eigenen und adoptierten Kindern. Viele Leute ziehen einen Unterschied, das ist wohl wahr. Denen sind ihre eigenen Kinder erstmal vorrangig als adoptierte Kinder, weil das kann man ja auch verstehen. Das ist dieser Prozess, ein Kind zeugen, ein Kind gebären, das eigene Fleisch und Blut, die eigene Genetik, der Forterhalt der eigenen Familienlinie. Aber das sehen manche Leute anders. Also ich sehe es halt anders, weil ich sehe keinen Unterschied zwischen einem adoptierten Kind und einem blutsverwandten Kind, weil ich finde, wir Menschen sind doch eigentlich dieser genetischen Komponente entwachsen, so bunt und kunterbunt, wie wir überhaupt sind und sollten dementsprechend auch unserer ich möchte mich mit meinem Gen fortpflanzen, eigentlich sind wir dem doch entwachsen. Da sollte man doch eigentlich drüber stehen, als moderner Mensch, sage ich so, als Homo sapiens sapiens und bin da halt der Meinung, dass es da keinen Unterschied gibt. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Aussagepunkt dafür, weil wenn man auch sagt, da gibt es keinen Unterschied, muss man ja auch sagen, wo ist denn der Unterschied genau zwischen Paaren gleichgeschlechtlicher Ehe oder was weiß ich nicht, was für verschiedenen Ehesorten, was es ja heutzutage alles gibt. Und wo ist der Unterschied zwischen heterosexuellen Paaren? Das eine ist nur eine natürliche biologische Formung und, oh Moment, das andere ist auch eine natürliche biologische Formung. Also alles um uns herum ist biologisch. Wir entwachsen der Natur. Es gibt nichts Unnatürliches. Selbst krankhafte Neigungen sind was Natürliches. Die Frage ist, ist es gut für die Allgemeinheit? Schadet sie zu vielen Menschen oder schadet sie einer Person massiv? Zum Beispiel ein Pädophiler, der seinen Trieb nicht auslebt, ist ja noch was ganz anderes als einer, der diesen Trieb auslebt, weil der schadet aktiv. Da kann man dann halt, da muss man dann von aktiven und passiven Störungen reden. Genauso wie jeder Heterosexuelle auch eine gewisse Art von Fetisch hat, etc. pp. Das sind die wichtigen Punkte, über die man sich im Klaren sein sollte. Jetzt lege ich das doch erstmal wieder hier ab. Ey, ist ja schlimm mit mir. Ein paar Stöcke sollte ich aber immer dabei haben.
Brot machen wir uns jetzt auch noch für unterwegs. So, das sind schon mal so die Punkte, die Eckpunkte, die man abstecken sollte dafür, ne, um diese Überlegungen zu tätigen. Da muss man halt sehen, Homosexuelle schaden in keiner Form unserer Fortpflanzungskette, weil es werden immer mehr Heterosexuelle da sein. Im Gegenteil, wir sind überbevölkert, also ist das ganz gut. Und es wird immer Kinder geben, die keine Eltern haben, weil schlimme Dinge passieren. Und die sind sicherlich froh, wenn sie die Chance haben, in einer Familie zu sein, die sich bewusst entschieden hat, ein Kind zu bekommen und großzuziehen. Heterosexuelle Paare halten von ihrer Liebe und ihrem Zusammenhalt genauso lange wie homosexuelle und also heterosexuelle Paare. Das ist komplett gleich eigentlich. Das ist auch kein Unterschied in einer Beziehung oder in einer Menschlichkeit oder in der Liebe. Da ist kein Unterschied, wie sehr jemand anderen liebt oder wie intensiv da die Liebe ist oder wie treu sich Paare sind. Da ist da kein großartiger Unterschied. Und dementsprechend sehe ich da keinen Unterschied für. Ich bin auch der Meinung, dass, wenn man homosexuellen Paaren verbietet, ein Kind zu adoptieren oder ein Kind zu kriegen zusammen, gibt ja noch andere Methoden, dann sollte man allen heterosexuellen Paaren verbieten, ungeschützten Geschlechtsverkehr zu haben, ohne vom Jugendamt bestätigt bekommen zu haben, dass sie in der Lage sind, ein Kind großzuziehen oder dass ihre Beziehung gut genug ist. Weil man muss ja halt schon mal so sagen, wenn man halt einen Unterschied zwischen diesen Beziehungen sieht, wir werden jetzt übrigens nochmal für Hühnerpopulationen sorgen, dann muss man ja auch einen Unterschied bei heterosexuellen Beziehungen führen. Nach dem Motto, sorry, dass ich mich ab und zu so komisch umdrehe, weil ich habe nicht genügend Platz für meine Maus auf meinem auf dem Schreibtisch, noch nicht. Schreibtischplatte kommt nächste Woche. Was ich damit sagen will, also da muss man ja dann permanent alles abchecken und Unterschiede ziehen. Also, weiß ich nicht. Also, ich sehe da keinen Unterschied und ich sehe da keine Problematik. Das ist genauso wie mit unseren Einwanderern. Die kommen zum Teil halt aus der Mittelschicht, hatten genauso ein Leben wie wir und werden. Oh, wir haben vergessen, Pfeil mitzunehmen. Okay, ich brauche noch ein bisschen anderen Stuff. Die kommen, flüchten aus ihrem Land wegen Krieg, kommen aus einer ähnlichen Gesellschaft wie wir, wenn sie zum Beispiel halt einfach auch gerade aus dem Slum kommen oder sowas. Und abgesehen davon, dass die nicht das Geld haben zu flüchten. Und dann denken alle so, ja, den reicht doch dann so eine alte Oma-Decke und sowas. Ich sag das gerade so schön, weil ich gerade mit Franz gestern darüber geredet habe. Und die haben halt genauso gelebt wie wir. Und hatten auch Computer und Internet und wurden aber in ihrer Freiheit eingeschränkt und wollten deswegen das Land verlassen. Und dann kommen sie halt mit gar nichts hier an. Man hat ja aber einen gewissen Lebensstandard. Und man kann jetzt nicht sagen, ja, du bist geflüchtet, du musst dich dem anpassen. Machen die ja auch. Aber dass man dann glücklich ist, wenn zum Beispiel wie in unserer Stadt alles neu gekauft wird. Also man hat die Wohnungen renoviert und alles neu eingerichtet. Die Leute haben ja alles neu bekommen. Das ist halt schön, wenn sich eine Stadt das leisten kann. Es war halt gerade so zum Trotz, wir kümmern uns darum, wir versuchen das so gut es geht, so schnell wie nur möglich zu integrieren. Da bin ich recht stolz drauf, dass man das gemacht hat. Oh, die, guck mal, die machen das. Oh, da brauchen wir noch mehr Spitzhacke vielleicht. BZW, ich könnte einfach ein bisschen Eisen mitnehmen. Das ist eigentlich immer gut, ein bisschen sowas dabei zu haben. Wir haben Brot, Kartoffeln, Eisen. Fences brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Wir sollten aber Holz mitnehmen. Wir sollten Holz unterwegs farmen. Wir sollten auch Blätter farmen, wenn wir uns einen Günther bauen wollen. Und Gravel mitnehmen. Richtig. Wir haben Schaufeln, wo habe ich die Schiers hingelegt? Da, um Blätter zu farmen. Und dann brauche ich auch noch Pfeile. Aber dann wäre natürlich noch ein Bett ganz nett, damit wir unterwegs uns irgendwo einfach hinlegen können. Sehr gut. So, ich hoffe, ich habe das Thema damit ganz gut behandelt. Das war ein wichtiger Punkt, das wurde immer wieder gefragt. Wie stehst du zu Homosexuellen? Soll man denn da antworten? Als normaler Mensch antwortet man doch, ist mir doch egal. Ich sage mal, solange niemand anders geschadet wird, ist doch alles in Ordnung. Und ja, ich halte mich auch nicht immer daran. Es fällt einem halt immer schwer, immer freundlich und lieb und nett zu bleiben, gerade wenn man viel Stress hat oder sowas. Oder wenn einem Sachen einfach überhaupt nicht gefallen. Manchmal muss man aber halt einfach auch dann die Kirche im Dorf lassen und mir auch mal meine Meinung lassen. Keine Ahnung. Man wird ja dann immer mit dem eigenen Maß oft gemessen und ich mache das natürlich auch und da muss halt jeder sich im Klaren drüber sein, dass dann eventuell, wenn man jemanden mit dem eigenen Maß misst, die Person das bei einem aber auch macht. Ne? Das kann man halt nicht immer machen und es ist nicht leicht, sich da immer dran zu halten. Brauche ich jetzt noch was für unterwegs? Nein.
Brauche ich nicht. Ich frage mich nur, wo wir hingehen, in welche Richtung. Wir können ja einfach mal nach da gehen. Also an unserem Dorf vorbei quasi. Es wird ja mal bald wieder Zeit, unsere Feuerwerksmaschine für nachts auszuprobieren. Ich habe mal wieder voll Bock auf Feuerwerk bei Nacht. Das war schön, das Feuerwerk. Habe ich ganz gut gebaut mit der Maschine, oder? Ich meine, ja, es gibt coolere Sachen. Und wir könnten noch eine zweite Glock dazu bauen, die dann asynchron im Offbeat die Raketen schießt oder sowas. Hier könnten wir übrigens auch ganz gut wieder Bäume farmen, weil die sind alle nachgewachsen. Naja, noch nicht alle. Ihr seht es aber. Soon. Brauche ich auch ein bisschen. So. Also unser Plan ist es, einen Günther zu bauen. Vielleicht erstmal einen Baby-Günther. So einen ganz kleinen. Der wächst dann einfach. Mal gucken. Vielleicht können wir den ein bisschen mit Bone Meal. Hier ist übrigens Gravel. Ich schätze mal, ich sollte mir überall Gravel mitnehmen, wo ich die Gelegenheit zu finde. Huh? Nachher finden wir gar keinen und dann ärgere ich mich und dann sitze ich doch hier zu Hause und farm das ab. Kann ich jetzt auch gleich mal gucken, dass ich das ein bisschen so mitnehme. Ah, jetzt kriegt man natürlich auch wieder Flint. Mir fehlt meine Wasser-Affinity-Gedöns-Zeug. Das fand ich gut. Oh, da ist auch ganz viel Clay. Bräuchten natürlich auch eigentlich für das Farmhaus ganz viel Clay. Da müssen wir uns aber dann mal wieder hinsetzen mit unserem Türentrick. Und uns via Türentrick dann so viel Clay holen wie nur möglich. Muss man dann eventuell auch mal ein bisschen aufforsten oder so. Soll ein bisschen Erde mitnehmen, damit wir die Löcher im Boden stopfen. Sieht ja sonst hässlich aus. So, das reicht noch lange nicht. Wir brauchen viel, viel mehr. Und dieses Dorf wollte ich halt einfach auch anbinden bei uns. Also das ist jetzt ein sehr, sehr kleines Dorf, ich weiß. Aber ich hatte mir gedacht, wenn wir das so ein bisschen ausstaffieren und ausbauen, war halt immer noch so die Überlegung, dass halt jeder Gast im Let's Play, und ja, wir hatten bis jetzt noch keinen Gast, ich weiß, dass jeder Gast, Gott, hier gibt es ja auch so viele Sonnenblumen, schön, sein eigenes Haus dorthin baut im Creative Mode, passend halt einfach zum Style. Muss ich halt noch gucken, ob das so die gute Idee ist. Ich denke mal, das könnte ganz gut klappen. Einfach so gerade Wasser lang fließt. Okay, hier ist auch ein bisschen Gravel. Ich nehme halt einfach immer alles so mit, was man so kriegen kann. Und das meinte ich mit Gravel, nicht in irgendeinem anderen Maß, ja? Gibt es sonst eigentlich noch was zu diesem Thema zu sagen? Also wenn ihr was zu dem Thema zu sagen habt, eure Meinung ist natürlich klar. Wie gesagt, also ich ziehe halt einfach keinen Unterschied zwischen dieser Art von Liebesbeziehungen. Es gibt Leute, die halten sich für eine Katze. Es gibt Menschen, die glauben, sie sind, was weiß ich nicht was, die Wiedergeburt von Julius Caesar. Solange sie niemanden schaden, ist ja alles in Ordnung. Schwierig ist halt einfach nur, dass gewisse Arten von geistiger Erkrankung auf Leute abfärben kann. Also vor allen Dingen auf Kinder abfärben kann. Und man deswegen halt vorsichtig sein muss zu sagen, ja, man will aber den Leuten ja die Chance geben, sich so biologisch zu entwickeln, wie es der größte Teil tut. Und sich damit glücklich zu fühlen. Häschen, oh. Weil wir halt nun mal einen gewissen gesellschaftlichen Standard haben. Und das kann ich auch verstehen. Deswegen kann ich verstehen, warum man vielen Menschen eventuell Kinder auch mal wegnimmt, in Anführungsstrichen, wenn sie nicht richtig für sie sorgen können. Aber ich kenne halt Geschichten und Erfahrungsberichte von diversen Menschen, die, oh Gott, ich glaube, wir kommen da irgendwie auf so ein Meer oder so, die halt bei Eltern groß geworden sind, die halt alles andere als normal waren. Also sagen wir es ganz einfach mal so, Autismus, Kinder von Leuten mit geistigen Behinderungen etc. pp., die weder ein anormales, also von uns jetzt definiert anormales Verhalten an den Tag gelegt haben, noch sonst was, sondern einfach nur gelernt haben, dass sie sich anders um diesen Menschen, der sie großgezogen hat, kümmern müssen und eine andere Verantwortung haben und vielleicht Dinge auch ein bisschen positiver oder sogar besser sehen oder besser aufs Leben vorbereitet sind als Kinder in Anführungsstrichen von normalen Menschen. Also Normalität ist ja immer was in Anführungsstrichen. Und also ich denke mal, Homosexualität sollte heutzutage als totaler Normalstandard gelten, weil die sexuelle Prägung gerade in unserer Gesellschaft doch sowieso etwas total Abstraktes ist, so wie wir sie behandeln, so wie wir damit umgehen. Man kann auch, eine Gesellschaft kann doch nicht anfangen zu sagen, ich finde sowas anormal oder ich finde auch Leute anormal, die sich bewusst entscheiden, keine Ahnung, total monogam zu leben oder gar keinen Sex zu haben, das gibt's auch. Wenn man die Sexualität des Menschen so brutal in Werbung und Co. ausnutzt, dass sie ja schon, oh, da sollten wir uns auch ein bisschen was von mitnehmen, dass sie ja dann schon geschädigt wird, dass das ja, oh, das ist Sand. Ich dachte, ich komme da jetzt an. Wir haben hier Rocky Wüste.
Komme ich vielleicht doch noch ein bisschen was zum Abbauen. Roter Sand ist natürlich auch cool. Aber es ist kein Gravel. Naja, ich denke mal, es kommt ganz gut rüber, was ich damit meine, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich persönlich finde wichtig, immer diese Sachen mit dem zu Schaden kommen, das Abwägen, wie sehr kann jemand zu Schaden kommen. Und klar, ich verstehe auch Jugendämter, die bei manchen Eltern halt sagen, sorry, das können wir so und so nicht tolerieren. Oder da besteht die Chance, dass das Kind zu stark zu Schaden kommt. Es gibt ja auch Kinder, die freiwillig von zu Hause unbedingt gerne weg wollen. Und so, es gibt aber halt auch Eltern, bei denen das nicht so ist. Also ich meine, bei uns hat auch schon mal das Jugendamt zu Hause gesessen, weil meine Mutter halt einfach alleinerziehende Mutter mit Kind ist. Und man immer davon ausgeht, dass die dann nicht in der Lage sind, ein Kind großzuziehen. Und weil ich halt damals ja sehr viel krank war und deswegen halt viel in der Schule gefehlt hat, ging man halt davon aus, ich schwänze oder sowas. Aber ich hatte halt einfach erstens mal ein ärztliches Attest, was ich halt eh schon mal krass finde. Und so, ja, das stimmt ja nicht. Und Ärzte lassen sich ja belabern. Aber es war halt so, ich hatte halt ja wirklich Permafieber und ich habe auch nicht viel mitgekriegt in der Zeit, was los war. Ich war einfach immer froh, wenn die Dinge so gerade so um mich herum funktioniert haben. Und das war echt eine anstrengende Phase und da war es halt einfach auch noch unschön, gleichzeitig das Jugendamt beim Hocken zu haben, die einem dann nicht glaubt, BZW einem erzählen will, so und so hat das zu funktionieren. Oh, da unten könnten wir tonnenweise Gravel farmen, ne? Aber ich möchte jetzt erstmal dieses Gebiet hier weiter erkunden. Es ist gut zu wissen, dass wir hier diese schönen buntfarbigen Wüsten haben, diese Canyons. Was ist das überhaupt für ein Gebiet? Die Dinger heißen... Wo stand denn das nochmal? Facing West? Mesa. Mesa-Biom ist das hier. Ein Mesa-Biom. Sagt mir jetzt irgendwie gerade gar nichts. Wahrscheinlich bin ich einfach nur zu ungebildet dafür. Hier, das jetzt... Keine Ahnung. So ein bisschen Canyon-Biom genannt oder so. Können wir jetzt aber uns nicht tonnenweise die Taschen vollstopfen. Ich wollte halt gerne Holz und Blätter farmen. Und unbedingt noch ein bisschen Gravel mitnehmen. Holzblätter und Gravel für einen Günther und einen Weg. Das ist jetzt unser Vorhaben. Wo wir Chris und Inge hinstellen, weiß ich noch nicht. Ich habe mir überlegt, ob ich vielleicht Chris und Inge auf dem Subserver irgendwo unterbringe. Dass wir da so, dass ich da so ein bisschen was zu baue. Auf einem Grundstück. Und dann kann man halt dort Chris, Günther, also man kann dann Inge und Chris dort besuchen. Und Günther halt bedingt dadurch hier in meinem Let's Play sehen. Er ist bestimmt auch ganz froh, wenn er nicht mehr von seinem nervigen Bruder da gestört wird. Ja, man, hier unten haben wir das, den ganzen Schissel. Ich hätte mir im Vorfeld schon mal ein Boot machen sollen, weil ich habe eigentlich geahnt, dass... Sonst gehen wir da hinten die Landzunge entlang. Dass wir irgendwann an dem Punkt ankommen, an dem wir schwimmen müssen. Wie lange nehmen wir dann schon wieder auf? Ich nehme eigentlich schon wieder viel zu lange auf. Ich wollte mal sagen, mal so wieder 15 Minuten oder 20 Minuten Parts, aber es sind immer die Themen, über die man dann redet. Und bei Minecraft kann ich einfach auch stundenlang hintereinander aufnehmen. Sollte ich auch, glaube ich, heute einfach mal wieder machen, mehrere Folgen am Stück. Ihr habt mir so unglaublich viele Kommentare geschrieben. Oh, ein Zombie. Nö, sehe ich nicht ein. Mit Themenvorschlägen und Sachen, die euch interessieren, dass wir die einfach mal abarbeiten sollten. Hier steht zum Beispiel auch einfach so ein Tageslichtkreeper rum. Diesmal nicht, Freund Blase. Diesmal nicht. Wo kommt das eigentlich her mit Freund Blase? Hat das auch irgendeinen Ursprung? Wenn ja, dann schreib es doch mal in die Kommentare. Und ansonsten würde ich jetzt schon mal sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Minecraft. Wenn wir noch ein bisschen erkunden gehen und schauen, ob wir da was Passendes an Holz finden. Ich hätte ganz gerne auch mal irgendwie wieder so ein Goal in dem Spiel. Also ich hätte voll Bock einfach mal wieder auf sowas wie... Sea of Flames oder so. Das war mit, finde ich, mein bestes Minecraft-Projekt, was wir bisher hatten. Es hat auch von allen am meisten Spaß gemacht. Aber sowas Vergleichbares für diese aktuelle Minecraft 1.8-Version finde ich nicht. Also so eine, nicht direkt eine Adventure-Map, sondern so eine Challenge-Map. Und sich selber eine Challenge stellen ist auch noch so eine Sache. Ich fand jetzt zum Beispiel halt das auch, was hier, Wuschel, ich und Unge oder Dena, was wir gemacht haben, es hat auch verdammt viel Spaß gemacht. Es war sehr aufregend, sodass ich mir gut vorstellen könnte, irgendwie so eine ähnliche Challenge in Minecraft einfach auch mal zu spielen. Oh mein Gott, das gibt es hier oben sogar in Rot. Da nehme ich jetzt aber ein bisschen was mit, weil ich kann nicht alles mit roter Wolle ausbreiten. Das ist schön. Okay, ich wollte eigentlich sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye. Let's play Minecraft!
Danke fürs Zuschauen, Kommentieren, Bewerten, Liken, Teilen, Favorisieren, Abonnieren, Subtrahieren, Multiplizieren, Dividieren. Dabei sein! Und fürs Ausschalten des Adblockers. Vielen, vielen Dank dafür. Bis zum nächsten Mal. Wir singen.